Er ist nicht nur der beste deutsche Firefighter, sondern auch Europa- und Weltmeister. Joachim Posanz. Ganz im Sinne seines Mottos, Your Workout is my Warm-up, zeigt er Ausschnitte eines speziellen Ganzkörpertrainings, das sich aus dem Feuerwehrsport ableitet und für alle Fitnessbegeisterten geeignet ist. Toughest Firefighter Alive, kurz TFA genannt, ist ein Wettkampf für Feuerwehrangehörige, der auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ausgetragen wird. Er gilt als der Ironman-Wettbewerb der Feuerwehr. An der Feuerwache in Wegberg gibt uns Joachim Posanz einen Einblick in den Sport, für den er Feuer und Flamme ist. Das ist das Kernstück meines Buches, TFAX Cross Workout, ein funktionelles Ganzkörpertraining mit fast ausschließlich Feuerwehr-Equipment. 10 Stationen, in Intervallen 2 Leute an einer Station, im Wechsel mega. In 45 Minuten, wenn man 4 Intervalle einstellt, hat man den Körper maximal gefordert. Das Schöne an diesem Workout ist, jedes Leistungsniveau kann daran teilnehmen. Der nicht so fit ist, macht eher langsam, um über die Zeit zu kommen. Und der richtig fit ist und sich fordern will, gibt richtig Vollgas und die Muskeln werden brennen. Könnt ihr es mir glauben? Alexander Karls ist einer der Teilnehmer des Trainings. Ob er wirklich weiß, auf was er sich einlässt? Ehrlich gesagt nein, aber dadurch, dass ich schon den Mattmaster gelaufen bin, denke ich, dass ich da gut mithalten kann und schon vorbereitet bin. Und das stellt er auf dem Parcours auch eindrucksvoll unter Beweis. Karls, der bereits 2012 zum Marathon in New York war und kürzlich auf dem Airport Weeze den Mattmaster absolviert hat, bewältigt eine Übung nach der anderen. Doch wenn das nur das Training ist, welche Anstrengungen fordert dann erst der Wettkampf? Tja, der Wettkampf, der hat es dann so richtig in sich. Findet jetzt demnächst statt hier in München-Gladbach. Ich werde zum 19. Mal teilnehmen, 19. Mal in Folge und versuche meinen Titel zu verteidigen, deutschen Meister wieder zu werden und vielleicht bei den Europäern ganz vorne mitzumischen. Mal schauen, wie es läuft. Ja, der Wettkampf, es ist nicht umsonst der toughest Firefighter live, der härteste Wettkampf der Welt, Feuerwehrwettkampf der Welt. Und das ist er definitiv. Diesen Namen wird er definitiv gerecht. Wir starten in voller Einsatzmontur, das heißt mit Atemschutzgerät, komplette Einsatzkleidung, alles muss genormt sein. Ungefähr 25 Kilo zusätzliche Ausrüstung. Und das ist so knackig. Also einerseits freue ich mich drauf, andererseits weiß ich, ich werde wieder durch die Hölle gehen. Damit sich jeder auf diese Hölle entsprechend vorbereiten kann, oder ganz einfach ein wirklich erfolgbringendes Ganzkörpertraining kennenlernt, hat Posi, wie er von Freunden genannt wird, zusammen mit Co-Autor Jan Finken sein Training im Buch Fit for Fire niedergeschrieben. Ich hatte schon vorher Kontakt zum Verlag, der das Buch jetzt letztendlich auch herausgegeben hat, hat mich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, über diese Geschichte was zu machen. Fand ich super spannend, habe dann den Posi kennengelernt. Und war dann eigentlich auch Feuer und Flamme. Und dann haben wir das zusammen eigentlich entwickelt. Er redet gerne und ich habe es einfach nur noch aufgeschrieben, dann ein bisschen in Form gebracht. Aber es war eine super spannende Sache. Spannend verläuft es auch für die Teilnehmer des TFAX Cross Workouts bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wegberg. Alexander Karls, dem seine Sportlichkeit bei diesem durchaus anspruchsvollen Training zugutekommt, hat sogar noch Luft für einen lockeren Spruch. Nicht so schlimm, wie man am Anfang denkt. Gut zum Warmwerden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft und seid jetzt, wenn ihr meine Übungen und Trainingstipps umsetzt, fit for fire. Gemeinsam stellen Joachim Posanz und Jan Finken natürlich noch einiges aus dem Buch vor und verraten auch die ein oder andere Anekdote. Für mich war es eine wirklich spannende und gleichzeitig riesige Herausforderung, dieses Buch zu schreiben. Ich persönlich wäre alleine wohl nie auf die Idee gekommen, mein TFAX-Cross-Workout in Form eines Buches vorzustellen. Aber wie es der Zufall halt manchmal so spielt, war es letztendlich eine E-Mail des Verlages, die mir bei mir im Spam-Ordner gelandet war und schon kurz vor dem Löschen stand. Nur gut, dass er sie nicht gelöscht hat. Dass dieser Sport aber überhaupt den Weg nach Deutschland gefunden hat, ist Claudia Konsoa-Taube und ihrem zwischenzeitlich verstorbenen Ehemann Armin zu verdanken.
Nachdem wir 1996 Kanada besucht hatten und haben da die World Firefighter Games besucht, haben wir diesen Hauptwettkampf, den TFA, den Toughest Firefighter Alive, nach Deutschland und auch nach Europa geholt und haben ihn dann 1998 das erste Mal in Mönchengladbach durchgeführt. Mit damals 60 Teilnehmern und heute haben wir weit über 300 Teilnehmer an diesem Wettkampf. Und wer dabei so erfolgreich wie Joachim Posans ist, der kann auch einen frechen Satz zu seinem Markenzeichen machen. Your workout is my warm-up. Er soll leicht provozierend sein, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass wir Feuerwehrleute, wenn wir auch mal Sport machen und diese besondere Form von Sport, dass er schon richtig knackig sein kann.